Statt Not wird Freude sein. Das ist die Überschrift über Jeremia 31. Und wer von uns kennt das nicht? Notvolle Situationen. Der Vers 9 beschreibt es noch dringlicher. Mit Flehen und Weinen führe ich sie, oder unter Flehen und Weinen führe ich sie. Wer von uns kennt nicht in seinem Alltag diese Situationen, wo es dieses Weinen gibt und wo es dieses Flehen gibt im Gebet zu Gott, in bedrängenden Situationen? Und denk an den Psalm 23, da heißt es, im Tal des Todes führt er mich, er führt dich hindurch. Und so heißt es hier bei Jeremia auch. Unter Flehen und Weinen führe ich sie. Der Philipperbrief spricht auch von diesem Flehen. Da heißt es, mit Flehen und Danksagung kommt im Gebet zu mir. Und ich möchte dir das heute ganz dringlich ans Herz legen, dass du weißt, der Herr führt dein Leben, auch gerade in diesen notvollen, bedrängenden Situationen. Du unterliegst nicht irgendetwas, sondern du bist eingebettet in die ewigen Pläne Gottes. Zustande kommen die Pläne des Herrn, heißt es in der Schrift. Jeremia schreibt hier, mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Welch eine Zusage für uns! Du bist in den ewigen Herzensplänen Gottes eingebettet und seine Pläne tragen dich, bis du am Ziel angekommen bist. Es gibt diese Herausforderung in unserem Leben, dieses Vakuum, wo wir Dinge, die uns passieren, nicht verstehen, wo wir dran kleben und wo wir sagen, warum ist das so? Warum hört das nicht auf? Und doch, die ewigen Pläne des Herzens Gottes tragen dich. Und das Kapitel 30 bei Jeremia endet damit, dass es heißt, am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Ewige Pläne seines Herzens tragen dein Leben. Sei sicher, Gott weiß, was in deinem Leben passiert. Es überrascht ihn nichts, es überfordert ihn nichts. Es ist nicht so, dass er dir nicht zuhört oder dass er dich nicht sieht, sondern die ewigen Pläne des Herzens Gottes tragen dein Leben, auch und gerade jetzt, wenn du mit Flehen und Weinen durch eine Situation durchgehst. Stütz dich ganz fest auf sein Wort und auf dieses Versprechen, auf diese Verheißung, dass er dich zu diesen Wasserbächen führt auf einem ebenen Weg. Integriere das in dein Gebet. Sprich das aus. Herr, du führst mich. Ich komme an. Ich danke dir, dass deine ewigen Herzenspläne mein Leben führen und ich zum Ziel kommen werde. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.